Knapp 2500 gut gelaunte Zuschauer in der Eiswelle Bozen sehen ein hochinteressantes Eishockeyspiel zwischen dem HCB Südtirol und den Vienna Capitals. Die erste Top-Chance im Spiel gibt's für die Bozener Insam in einer doppelten Unterzahl aus Sicht der Bozener beinahe mit der Führung für die Foxes. Auf der anderen Seite dann dieser Blue-Liner von Fischer gerade noch von Fazio an die Stange gelenkt. Dann gehen die Bozener mit 1:0 in Front. Patrick Wierkosch mit seinem ersten Tor in der EBL im 13. Einsatz. Klingelt der Kanadier, macht's eiskalt, findet da die Lücke, lässt Sapolsky im Tor der Wiener. Keine Abwehrmöglichkeit. Wierkosch mit einer starken Performance an diesem Tag. Die Fans in der Eiswelle begeistert. Auch Coach Ireland kann zufrieden sein, immer wieder mit motivierenden Worten für seine Jungs. Wierkosch hätte dann beinahe noch auf 2:0 erhöht, aber er verfehlt das Tor knapp. Somit gehen die Wiener mit einem knappen Rückstand 0:1 in Drittel 2. Da sind die Foxes dann näher dran am 2:0 als die Wiener am Ausgleich. Sapolsky einmal stark gehalten und da aber auch im Glück. Bei diesem Abschluss von Gigliatti springt der Puck von der Innenstange wieder raus. Die Fans in der Palaonda durchaus zufrieden, dann aber die Caps im Vorwärtsgang. Und sie belohnen sich dafür. Kyle Bourne macht's, stellt auf 1:1, alles wieder offen in der Eiswelle. Kyle Bourne mit seinem 12. Saisontor. Im Powerplay klappt's also doch. 1:1 vor Abschnitt 3. Da legen die Südtiroler dann einen Topstart hin. Klierer mit dem Blue Liner und dann ist Katenacci zur Stelle, kann den Rebound von Sapolsky eiskalt verwerten und im Tor unterbringen. Emotion pur bei Katenacci. 6. Saisontor. Der Treffer wird dann von den Refs nochmal ganz genau unter die Lupe genommen. Die Entscheidung, Tor, die steht aber dann. Damit hinein in eine fulminante Schlussphase, die 54. Minute. Badero mit dem 3:1 für die Foxes, 19. Saisontor für den Topscorer der Foxes. Die Gesichter bei den Vienna Capitals werden länger, aber Sekunden später ist dann wieder ein Anflug von Hoffnung da. Rafael Rotter mit dem Energieanfall in seinem 600. EBL-Spiel. Trifft Rotter zum dritten Mal in dieser Saison, ist es soweit. Alles wieder drinnen, nur noch 3:2 aus Sicht der Wiener. Aber dann Michelli wieder nur 24 Sekunden später mit diesem Schuss direkt unter die Latte. Da ist nichts zu halten für Sapolsky, 5. Saisontor für Angelo Michelli, die Fans in Ekstase. Danach nimmt Cameron Sapolsky vom Eis, die Wiener probieren es nochmal heranzukommen, aber es soll nicht gelingen. Hargrove dann mit der endgültigen Entscheidung, er macht das 5:2 und den Deckel drauf. Bozen siegt damit erstmals in dieser Saison gegen die Vienna Capitals. Ja, natürlich habe ich mir gewünscht und spricht gleich für die ganze Mannschaft, dass wir natürlich da 3 Punkte mitnehmen. Aber das wissen wir, dass es da immer sehr hart ist. Hat heute nicht gereicht, sind nicht zielstrebig zum Tor gezogen und Bolzano hat eigentlich genau das gemacht, was wir machen hätten sollen. Schmutzige Tore geschossen, 5 gegen 3 auch gescored. Dann haben wir auslassen und so entscheidet sich so eine Partie ziemlich schnell dann. Honestly, I think the team played amazing. That huge kill in the first period, it really got us going and no matter what they threw at us, we just kept going back at them and it was great.